So, damit ganz herzlich willkommen zu einer etwas anderen Episode Clash of Clans mit dem Fred. Heute machen wir nämlich mal ein bisschen, ja, Chinchillen, Chinchilla und Farmen, nennen wir es mal so. Ich habe das jetzt einfach mal so aufgebaut, dass ihr die Chinchilla seht, dass ihr, dass ihr noch die Kaffeetasse seht von meinem selbstgebauten Frederik Heldenaltar. Ich habe mal einen kleinen Boost reingeschmissen. Oh, guck mal. Ich dachte erst bei den beiden Chinchillas, das wäre Dreck auf Hopfen, auf Malz, also auf dem Dunklen von den beiden. Das ist die Pfote. Der liegt echt mit seiner Pfote auf dem anderen drauf. Es ist unglaublich. Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich das Video auch nicht unbedingt schneiden. Ich weiß es noch nicht genau. Je nachdem, es ist ja ein bisschen chillen und farmen, deswegen, Moment, erstmal einen Schluck Kaffee. Die Kaffeetasse ist hingefallen. Ist egal. Wir machen sie mal weg. Also, ja, ein bisschen chillen und farmen. Einfach mal, jetzt habe ich mich gerade verschluckt. Oh Gott. Okay, so. Unschwer zu erkennen, habe ich noch die Schleichkobolde. Wir können auch gleich noch mal im großen Rekord mal einmal angreifen. Nein. Wir reden noch ein bisschen weiter. Wir können wegen mir noch ein bisschen über die Updates reden. Ein bisschen, was sonst noch so ansteht. Da ist jetzt auf jeden Fall Gelegenheit genug da. 20, 30 Minuten wird die Folge auf jeden Fall gehen. Also, da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Es sieht so süß aus, wie einfach die Pfote von dem einen auf dem anderen drauf liegt. Es ist bei den Chins immer so die Sache, ob sie halt genauso jetzt liegen bleiben oder nicht, ob sie sich noch bewegen, ob sie vielleicht eine Etage höher oder tiefer gehen. Das weiß man halt nicht. Ich hab extra noch ein bisschen sauber gemacht. Nicht, dass da überall noch Küttel im Bild rumfliegen. So, Kaffee, Mint. Die Tasse ist ein bisschen hässlich. Geringfügig hässlich. So. Da wollen wir doch mal gucken, dass wir mal einen Gegner rauskriegen. Ist ein bisschen, ich fühle mich ein bisschen wie bei einem Stream irgendwie. Weiß ich auch nicht. Fühle mich ein bisschen wie bei einem Stream. Auch wenn es ja eigentlich kein Stream ist, es ist auch keine Premiere. Wenn ihr öfters mal solche Folgen sehen wollt, wo wir einfach ein bisschen quatschen, könnt ihr natürlich auch gerne das hier nutzen und farmt einfach selber. Holt euer Handy raus, wenn ihr dieses Video guckt, holt euer Tablet raus. Computer ist ja nicht mehr erlaubt, also Emulatoren bitte nicht rausholen. Ansonsten Handy raussuchen, Tablet raussuchen. Farmt doch einfach mal gechillt ein bisschen mit, während wir jetzt hier einen Gegner suchen, was gar nicht mal so geil ist. Normalerweise würde ich das jetzt hier natürlich rauscutten. Das Ding ist, Titan League und Schleichkobolde ist eigentlich nicht schlecht. Nur du musst manchmal ein bisschen länger suchen, weil du ja eine Base haben willst, ja, wo du halt auch an die Sachen rankommst. Ich habe die Helden mit dabei. Wir haben auch die Belagerungsmaschine dabei, wir haben sogar Zauber am Start. Ich muss mal gucken, ich habe 114.000 dunkles, 5,9 Millionen Gold, 4,7 Millionen Elex. Ja, das ist so. Ja, was kann ich sonst noch erzählen? Aktuell kann ich ja mal ganz, wir fangen mal ganz langsam an. Wettertechnisch. Aktuell, 19.05. Katastrophe. Wirklich, Katastrophe. Vom Wetter her, irgendwie so ein bisschen das Gefühl, es wäre April, denn das Wetter schwankt doch aktuell wirklich ziemlich, muss man sagen, hier. Ich stehe morgens auf, es regnet, dann ist wieder Sonne, dann ist wieder Regen. Temperaturen immer so 12 bis 15 Grad, das ist natürlich jetzt so für Mitte, Ende Mai auch schon ein bisschen wenig. Naja, das will man machen. Eigentlich im Endeffekt perfekte Zeit, um ein bisschen zu farmen. Das ist so, vor allem, wenn man ja überlegt, Rathaus 14 kam im April raus. Das ist ja jetzt schon wieder ein Monat her, ein bisschen mehr als ein Monat sogar schon, seit Rathaus 14 rauskam. Und ich bin mit meinem großen Account natürlich noch weit weg von Maxed. Da muss ich noch Katapulte machen, das Rathaus noch, also den Giga-Inferno noch hochziehen. Adlerdef habe ich, glaube ich, angefangen. Inferno-Türme noch, Kanonen noch, Tesla noch, ja, Mauern noch, um jetzt mal so ein paar Sachen schon mal zu nennen. Ich überlege noch. Nein. Also, wie gesagt, noch einige Sachen zu tun auf jeden Fall. Und deswegen, ja, auf der Farmseite ist das alles noch in Ordnung. Nur, wie gesagt, was so insgesamt das Ganze angeht, vor allem jetzt auch aus Creator-Sicht, dass du immer was zu tun hast, dass du immer weißt, du kannst irgendwie eine Folge machen, du hast coole Sachen für die Folgen. Da ist schon wieder jetzt so ein bisschen Engpass, muss ich sagen. Das ist dann teilweise doch ein bisschen schwer, da Themen zu finden. Oh, den nehmen wir mit. Also, die Schleichkobolde gehen jetzt natürlich in erster Linie auf die Clanburg drauf. Oh, Tornadofalle. Eine Tornadofalle. Ich werde übrigens versuchen, wenn sie jetzt gleich mal wirklich eine Ebene hoch oder runter springen, die Chins, dann versuche ich die Kamera nochmal noch anzuordnen oder beziehungsweise neu zu setzen, neu in den Käfig zu schrauben, ja nicht. Zu klemmen. Die ist von außen dran.
Damit halt, ja, sie nicht daran rumknabbern können auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist halt ein bisschen reingezoomt, damit man halt die Gitter nicht sieht. Beziehungsweise ist so wie bei so einem Fliegengitter so ein bisschen. Nee, wie bei so einem, wie bei so einem Kaninchenkäfig. So, das war ja schon mal ganz gut. Haben wir ja schon mal so weit geholt, oder? Haben wir sonst noch irgendwas zu? Nö. Ist wenig. Es ist auch wenig Bonus, aber es sind immerhin ein paar Pokale. Besser als nix. Naja. Ja, einige haben gestern geschrieben unter das Video, wo ich das vorgestellt hatte von den, von dem 100.000 in einer Stunde, haben einige geschrieben, ja, wo einige, ein paar Leute haben geschrieben, nimm doch Mauerbrecher mit. Wo ich am Ende noch gesagt hatte, ich persönlich finde es eigentlich mit Sprung besser. Oh, nochmal. Ich verstehe nicht genau, was die Leute sich jetzt hier erwarten. Ich meine, er hat jetzt voll viele Tesla da drin, aber es bringt ihm ja nichts. Ich würde sagen, 4 Stück. 1, 2, 3, 4. 4 reichen. Und dann gucken wir gleich mal, dass ich noch irgendwie das Dunkle auch noch mitbekomme. Okay, das reicht schon mal. Explosion jetzt natürlich, ist logisch. Jetzt, was wir jetzt machen, wir warten ab. Würde ich jetzt die noch da reinsetzen, dann würden die vergiftet werden. Das wollen wir nicht. Deswegen müssen wir jetzt leider ein paar Sekunden warten, bis das Ganze hier ein bisschen... Ja, bis sich das ein bisschen beruhigt. Oh, toll. Jetzt haben sie sich ein bisschen gedreht, ne, die Chins. Jetzt haben sie sich so ein bisschen gedreht. So, Moment, Kaffee, Moment, 1, 2, 3, 4, 5. Erstmal jetzt natürlich für die Kleinburg. Frozen Ice Davis, Moment. Ich muss halt aufpassen, dass der Kaffee nicht kalt wird. Das wäre ein bisschen blöd. So, komm, bisschen Dunkles noch. Bisschen, ja, haben wir. Schönes Ding, ansonsten, ja, das ist, es läppert sich. Ich habe es ja gestern schon öfters mal gesagt. Oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ich baue immer wieder ein bisschen was nach. 10 Stück haben wir ja noch. Vielleicht haben wir auch noch ein bisschen Platz jetzt, oder? Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht. So, wir gehen aber gleich auf jeden Fall mal rüber noch in die anderen Accounts. Zumindest noch mal einmal in den WTF-Red und in den großen. Nee, hier ist nix. Ich bin auch noch immer noch... Ich glaube, ich werde auch mal eine neue Base bauen. Beziehungsweise, ich werde überhaupt mal eine Base bauen. Muss ich mal gucken. Ich hab mir ja mal ein bisschen schlau gemacht, worauf so ankommt beim Basebau. Ich habe da beim Basebau ehrlich gesagt nicht so die Ahnung von. Ich weiß halt, wenn ich eine Farmbase sehe, was man machen muss. Allerdings primär jetzt sagen wir mal bis Rathaus 12. Ja, wobei Rathaus 13... Ja, Rathaus 13 kam halt die Katapulte dabei, das geht auch noch. Ja. Es ist kein Hexenwerk. Es ist kein Hexenwerk, es ist jetzt gar nicht mal so schwierig. Also, ist ja keine Raketenwissenschaft, Clash of Clans. Das ist ja keine Raketenwissenschaft. Da muss man ja nicht für studiert haben, auch wenn ich das habe, für Clash of Clans, um das zu spielen. Nein. Wir werden jetzt erstmal noch ein bisschen farmen. Oh, Leute, die kleine Malz. Ich könnte ihm ja gleich mal ein kleines Leckerchen geben, mal gucken. Allerdings, da muss ich die Seitentür aufmachen, denn wenn ich die Haupttür aufmache, dann fällt die Kamera runter. Das will ich natürlich, nein, die hätte ich gerade mitnehmen können, glaube ich. Da habe ich in der Mitte noch gesehen, dass was frei ist. Ja, klar, desto höher man kommt, desto schwieriger wird's. Aber den nehme ich jetzt mit. 710.000 hat er an Elex. So, ist da irgendwo eine Falle? Da ist schon mal keine. Oh. Nehmen wir mal eben mit. Ist auch nix. Wunderbar. Nehmen wir außen mal schon mal eben alles mit, soweit. Ja, halt alles, was wir da schon mal hinkriegen. Schon mit 4 Fingern mal eben setzen, da ganz außen alles so. Wir haben ja auch echt noch einige übrig. Einige Schleicher. Oh nein, nicht reparieren. Böse, 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 böse. Böser Bauarbeiter. Repariert da einfach. Repariert da einfach die Sachen. Unfassbar, unfassbar. Klanburg sehe ich da schon. Ich würde ganz gerne jetzt hier aber noch auf den Stern gehen. Ja, machen wir auch. Wir gehen jetzt hier auf jeden Fall noch auf den Stern drauf. Werden wir definitiv noch tun. Werden wir definitiv noch tun. So, nein, nein, Warden. Dankeschön. So, der soll nämlich... Der Mauerfinichter soll noch ein bisschen leben. Die Ballons sind jetzt gleich eh schon kaputt, beziehungsweise fast kaputt. Ja. Die geben jetzt schon den Geist auf. Wunderbar. Oh, und dann kommt da noch sowas raus. Ernsthaft. Kommt da noch sowas raus. Wird jetzt ein bisschen teurer, leider. Wir müssen noch mal Zauber draufschmeißen. Habe ich gerade 2 draufgeschmissen? War das 2 oder einer? Ich hoffe nur einer. Ich hoffe echt nur einer. Oh, wie viel er da in der Mitte hat einfach. Hallo, ich habe doch gesetzt. Dankeschön. Ich möchte bitte noch unbedingt den... Möchte unbedingt bitte noch das Rathaus haben. Dankeschön. Rathaus haben wir. Da können wir noch was hinsetzen. Oh. Königin war auch schon kurz vor knapp. Einen Stern haben wir. Zweiten Stern hole ich mir jetzt mal eben.
Ja, haben wir auch. Zündung. Ja, ist auch fertig. Oh, da oben ist doch noch was. Da oben liegt doch noch ein bisschen was. Haben wir da so irgendwas vergessen? Ich sehe kein dunkles mehr. Ich sehe kaum noch Gold. Aber wo? Ach, in dem noch. Holen wir uns noch eben. Dann haben wir es. Achtet mal gleich auf den Bonus. Wobei, jetzt sind wir ja in der Situation. Hahaha, jetzt können wir super schnell noch was wegsnaggeln hier. Die Gebäude, die relativ wenig Trefferpunkte haben, die hole ich mir jetzt mal eben noch alle. Die hole ich mir jetzt mal noch. Wäre blöd, wenn ich das jetzt nicht machen. Oh, da oben. Guck mal, wie viel wir da oben jetzt noch kriegen. Das reicht locker für 70% und 70%. Es reicht locker für. Ja, aber jetzt schon. Unglaublich. Wir haben die Base fast komplett zerstört. Nur mit Schleichkobolden und mit unseren Helden und halt gut klar. Und mit. Ja, mit dem Mauervernichter. Läuft. Nein, kämpft. Kommt. Gebt euch nicht geschlagen. Kämpft noch gegen die Skelette. Haben sie auch gemacht. Okay, wir geben aber auf. So, das war gut, denn 280.000 Bonus nehme ich doch sehr gerne mit, plus den auch noch, den Sternenbonus. Ich habe aber gesagt, lieber noch einen Sprungzauber mitnehmen, anstatt Mauerbrecher. Ich höre gerade die ganze Zeit Geräusche, aber es sind nicht die Chins. Ich hab mich gerade extra mal umgeguckt. Nein. Und jetzt wechseln wir mal eben. Ich frage mal eben an. Wir wechseln mal eben. Ja, ich will eigentlich keinen Cut machen. Ah, das ist gut. Das ist gut, dass da nicht die E-Mail-Adressen stehen, wie sonst schon mal zwischendurch. Es ist für Streamer natürlich auch besonders blöd, wenn da zwischendurch dann die E-Mail-Adresse steht. Kann ich verstehen. Ich habe den Warden eben mal gelevelt. Hatte noch ein Buch der Helden. Der ist jetzt auf Level 51. Moment. Oh, mein Mädchen setzen. So. Ich habe sogar noch was frei, ne? Begleiterhaus. Ich würde eigentlich ganz gerne das Einhorn hochziehen. Mach aber erst noch einen Angriff. Würde ich sagen. Wir machen erst noch einen Angriff. Danach ziehen wir das Einhorn mal hoch. Ja, ich bin hier echt ein bisschen hinten dran. Ich habe irgendwie die Heldentiere überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Irgendwie. Demir Jumrock. 26 ES-Clan. Okay. Ja, bleibt eh nicht so viel übrig. Hab leider nicht so viele Möglichkeiten hier im Moment. Ich überlege noch, dass die irgendwie in die Mitte reinkommen. Die ganzen Kollegen. Moment. Boah, der da viele Bauhütten. Mein lieber Mann, hat der da viele Bauhütten. Unglaublich. Ja, da waren noch einige Bauhütten am Start, aber das passt so. Aber wenn er halt viele Bauhütten hat, hat er halt auch viel, was man da freezen kann. Ne? Und jetzt können wir mal eben ganz schnell. Ja, zünden wir mal eben. Zünden wir nochmal. Und jetzt warten wir mal eben ab. Das Rathaus ist gleich eh schon kaputt. Ja, das hat doch super geklappt. Nein, Adlerdev konnte noch einmal schießen. Oder zweimal. Ich habe aber noch Zauber übrig, Leute. Kein Grund zur Panik. Dahin. Ja, das war gut. So, Gladi zünden. Wo ist die Gladi? Die Gladi ist da unten. Schönes Ding. Oh ja, weg damit. 61%. Schön. Ist auch weg. Wenn ich noch ein bisschen überleben würde, die Gladi vielleicht. Okay. Königin ist noch am Leben. Aber sie ist ja auch kaputt. Das bedeutet, das Einhorn wird jetzt ein bisschen umschwanken da vorne. Ich kann da nochmal einen Zauber draufsetzen. Sieht aber gar nicht mal so schlecht aus. 76%. Das ist schon mal in Ordnung. Ja. Kann ich ja gleich ganz beruhigt noch in den WTF-Account gehen. Ganz beruhigt. So. Ja, da müssen wir gucken. Ich will da noch ein bisschen farmen für das Begleiterhaus. Ich habe ja gesagt, oh, die Kleinen kriegen gleich noch einen Snack. Ja, habe ich gesagt. Machen wir gleich auch. Machen wir gleich auf jeden Fall. Moment. Ist noch angenehm warm. Der Kaffee. Für die Leute von euch, die vielleicht Kaffee trinken, es gibt nichts Schlimmeres als kalten Kaffee. Oh, die Magier sind auch gar nicht mal schlecht unterwegs. Ja, die Adlerdev lebt halt noch. Das ist blöd. Aber 85%, wenn ich in jedem Angriff 85% holen würde, das wäre schon ganz gut. So. Au! Ergebnis abgeschlossen, Ereignis abgeschlossen. Was war das denn? Ereignis. Au. Au. 15 Juwelen, auch nicht schlecht. Nehme ich gerne mit. 15 Juwelen. Ja, die Angriffe sind alle okay. Sind alle ganz solide. Kampflog müsste noch ein bisschen negativ sein. Ich habe einmal 100% kassiert. Oh, wow. Ich habe heute echt ordentlich kassiert. Ja, das wird noch tricky werden auf jeden Fall. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt mal ein bisschen pushe. Allerdings kann ich ja niemals ganz nach oben kommen, alleine schon, weil ich ja erst in der Mitte der Saison angefangen habe. Aber mal gucken. So.
Wir haben 13 Millionen, ne? Bauhütte. Ah ja, wir können zwei Sachen machen. Drei. Wir können drei Sachen machen. Ich habe alle Mauern fertig, ne? Mauer 94 Stück haben wir noch. Gut, das bedeutet, wir machen die jetzt erstmal auf Level 15. So. Was wir jetzt noch machen können? Ich habe das Labor nicht beachtet, ne? Nee, Labor habe ich ja sowieso alles. Schon gut. Im Labor bin ich sowieso fertig. Das ist egal. So. Das bedeutet, wir machen jetzt erstmal die Tierchen. Und zwar als erstes das Einhorn auf 3. So. Habe ich kein Buch mehr, ist aber egal. So. Dann brauchen wir noch ein bisschen Gold auszugeben, aber allerdings. Nee. Lieber aus der Schatzkammer noch mitnehmen. Ja, und dafür noch was Besseres ausbauen, oder? Oh, ja, Streukatapult. 15,2. Oder warten, ja, ich habe eh den maximalen, ne? Ich habe eh 20% auf alles, außer auf Tiernahrung. Nein, ich habe eh 20% Bauarbeiterschub. Das ist in Ordnung. So, bring, bring. Und dann würde ich mal sagen, haben wir noch ein bisschen was zu tun? Gehen wir mal eben rüber auf die Tiernahrung. In den WTF? Ich gebe denen mal eben einen Snack, oder? Ich müsste die Armee hier eh mal ein bisschen ändern, weil eh nur noch Babsi im Clan ist und Babsi mir keine Superdinger spenden kann, keine Schleichgebäude. So. Oh ne, wir nehmen zwei Drachen damit. So, zack, zack. Warte mal eben. Ich füttere sie mal eben. Wir werden das mal eben. Warte mal, kann ich das hier größer machen? Also lassen wir mal so. Ganz kurz. Bis gleich. Ich lasse es ja laufen. Ich bin nur jetzt mal eben vom Mikro weg. Ach ja, da wird jetzt erstmal gesnackt. So, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ich hab 144.000, stimmt, die haben ja noch das ganze Dunkle gefarmt gestern. Golem, Eisgolem, Valkyrie, machen wir ruhig Golem. Golem hoch und, Moment, 6 Millionen Gold. Ich habe die Schatzkammer ziemlich voll, ne, die werde ich jetzt mal noch verlassen, ja, weil ich da drin halt das super schützen kann. Oh, warte mal hier. Ja, Schleichgebäude. Oh, jetzt sind sie am Snaggeln. Jetzt haben sie ein bisschen Mais bekommen. Ein Maiskorn? Ein Maiskorn heißt das, glaube ich. Nur ein Maiskorn haben sie bekommen. Ja, jetzt haben sie erstmal was zu tun. Oh, Dankeschön. Zack. Rathaus eben kaputt. Moment. Ist kaputt. Aufgeben ganz schnell, ne? Oh, 408 Dunkles. Gar nicht mal schlecht. Ihr habt ja gestern gesehen, wie sich das läppert, wenn man so viel immer in kleinen Dosen farmt, aber dafür viele Angriffe. Wenn wir ja gerade im Mami-Clan sind, kann ich ja sagen, ich hatte auch schon hinter das Video geschrieben, ich weiß halt nicht, ob es alle gesehen haben, also alle, die es interessiert. Kurz vor Beginn der Clan-Spiele, ich denke mal so ein, zwei Tage vorher, ungefähr einen Tag vorher, ich kündige es nochmal an, werde ich das alles mal öffnen hier, werde den ganzen Clan öffnen, jetzt werde ich mal eben hier ganz kurz gucken. Oh, das kriege ich so hin. Passt mal auf, was wir jetzt machen. Wir schnappen uns das Rathaus. Und zwar auf sehr coole Art und Weise. Und zwar. Na, jetzt laufen sie alle in die Bombe rein. Das ist noch eine Bombe. Oh. Mir das Rathaus. Hahaha. Da wollte ich doch gar nicht. Ich wollte nur das Rathaus haben. Auch gar nicht mal schlecht. Dafür, dass ich so wenig gerade eingesetzt habe. Wir nehmen auf jeden Fall wieder einen Sprung mit. Ja, Sprung ist halt teuer, aber er lohnt sich schon, finde ich. Je nachdem, wo du ihn halt benutzt, muss ihn da schon gescheit benutzen, sonst lohnt es das nicht. Hier wird sich ein Sprung zum Beispiel. Wird er sich hier lohnen? Nee, die Base ist nicht schlecht gewesen. Dann hast du wieder so eine Base dazwischen, ne? Wie Malz einfach noch so am Kauen ist, so. Sieht aus, als hätte er so mega lange Haare vorne. Das ist einfach nur das Hinterteil von dem anderen, der quasi entgegengesetzt gerade in dem Kabuff drin sitzt. So, nochmal Kaffee. Ich muss jetzt aber gleich mal austrinken, sonst wird er zu kalt. Das ist auch nicht gut. Sonst ist er zu kalt. So, nö. Update, würde ich aber sagen,
Leute, reden wir dann das nächste Mal drüber. Da muss ich dann mal eine eigene Folge drüber machen. Wie gesagt, Darren hat noch nicht geantwortet, das kann ich ja schon mal sagen. Ich habe gefragt, was denkst du, oder kannst du mir dazu überhaupt irgendetwas sagen, egal ob es jetzt großartig was ist oder nicht. Also, es kam nichts. Es kam leider nichts an Antworten. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Hätte ich mich gefreut natürlich, wenn er mir da irgendwas sagt. Zumindest, wir arbeiten noch an etwas ganz Großem oder sowas. Das hätte mir schon gereicht als Antwort. Einfach nur zu wissen, es kommt noch irgendwas richtig Geiles, Großes, vielleicht noch ein neuer Game-Modus oder so. Oder alleine schon die Tatsache, dass er gesagt hätte, ja, dieses Ereignis zwischen Clanspielen und CWL, was ich in dem Ask Me Anything angekündigt hatte, da arbeiten wir wirklich dran, aktuell. Das hätte mir alleine schon gereicht. Er hätte mir ja nicht mal sagen müssen, was es genau ist. Er hätte mir ja nur sagen müssen, das ist aktuell der Stand. Mehr kann ich nicht sagen oder ich kann dir keine Informationen rausgeben, das ist ja verständlich. Nur irgendwie kam gar keine Antwort zurück, ich weiß nicht, vielleicht hat er auch zu viel zu tun. Ich will ihn ja auch nicht jetzt runtermachen oder so. Als Community Manager hat man ja wahrscheinlich auch relativ viel zu tun. Naja, werden wir mal sehen. Oder vielleicht wird er ja irgendwann nochmal antworten. Ich weiß es nicht. So, oder vielleicht bekomme ich irgendwann die generellen Infos wieder zum Update, aber das ist auch jetzt noch viel zu früh. Wir haben ja gerade mal den 19.05., das ist noch zu früh. Da irgendwas zu machen, Leute, ernsthaft. Ja, also, soll ich die jetzt mitnehmen? Ich meine, ich hole mir jetzt hier gerade die ganzen Sterne wieder, die ganzen Pokale wieder, die ich gestern verloren habe bei dem Farmen. Ansonsten, ja. Wir haben gar keinen Loot bekommen gerade. Nur 405 Bonus. Wir sind so tief. Ey, wir sind in Gold 2. Das ist so tief. Alter, wollt ihr mich denn verarschen? Mr. Shirt. Den nehme ich jetzt mal nicht mit. Ich nehme jetzt ja auch nicht jeden. Ja, nicht jeden mit. Wir nehmen nicht jeden mit. Auch wenn sich die Anzahl der sehr komischen Bases hier unten doch ein bisschen zu häufen scheint, oder? Moment, Kaffee. Was steht da denn? Das darunter könnte ein Herz sein? Ist das Japan? Soll das Japan darstellen? Boah, also China ist es nicht. Ich bin eigentlich ganz gut in Erdkunde. Das ist halt schwierig, das. Oh, weiß ich jetzt gar nicht. Moment, wir setzen mal eben. Ich suche das mal eben aus. Ich nehme mein Handy hier, so. Ich gucke mal eben nach. Was ist der Vollidiot jetzt hier? Nein, ich lese deine Nachricht jetzt nicht. So. Japan. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Bilder. Maps. So. Ich gucke. So, da noch was hin, da noch was hin. Ich setze jetzt einfach überall welche hin. Irgendeins wird schon durchkommen. Zum Rathaus. Jetzt muss ich das mal eben daneben halten. Ja, es könnte schon sein. Es könnte schon echt sein. Es wäre nicht gut gebaut, ehrlich gesagt. Ich gucke gleich mal nach, was er denn für ein Landsmann ist. So, erst einmal noch ein bisschen Loot mitnehmen. Ja, oh, da ist auch noch was. Da ist auch noch eine freie Fläche. Wo ist denn noch was? Da oben ist noch was. Ey, 131.000? Was? Wo ist das Gold denn? Ist alles in der Schatzkammer? Kann das sein? Wenn es so ist, werden wir es erfahren. Wenn es so ist, werden wir es erfahren. So, jetzt. Gold, 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 Gold. Ja, tatsächlich. Und ja, jetzt machen wir noch einen Trick. Nehmen noch ein bisschen Bonus mit. Au, 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 au. Warte. Warden, ich hab schon mit... Jetzt. So. Nicht, dass die Queen noch Schaden nimmt hier. Ein bisschen Bonus möchte ich gerne noch haben. Au, au, au. Jetzt müssen wir gleich aber aufgeben. Jetzt. So. Auch nicht schlecht. Wir nähern uns langsam den Gebieten an, wo ich mal wieder was gebrauchen kann davon, beziehungsweise wo wir mal wieder ein bisschen Loot ausgeben können. So, meine Freunde, meine kleinen, feinen Superkobis. Ihr seid gut, ihr könnt mir ordentlich Loot geben. Ah, ich wollte noch gucken. Stimmt, Leute, ihr habt ja recht. International. Es ist definitiv kein japanischer Clan, das hätte ich aber auch. Sachemaru.
Klingt aber, warte, keine Ahnung, was soll das sein? Ich gucke nach. Wie hieß das Ding? Jetzt haben wir ja Zeit in so einer Folge wie heute. Das hieß Sachi Maru. Alle. Nö. Ich sehe nur den Clan dann. Am Ende steht ja noch 71 RUS. Das steht ja wahrscheinlich für Russland. Würde ich jetzt mal schätzen. So, oder für Russia. Für Russia wahrscheinlich. Würde ich mal so schätzen. So. Ein Mann auf jeden Fall noch. Bin ja mal gespannt, ob jemand mitgefarmt hat von euch. Wenn er das Video geguckt hat, hat er mitgefarmt, hat er auch ein bisschen was geholt. Hast du ein bisschen was gefarmt? Ja, ihr seht es, ne? Leer. Fast leer. Also ganz kleiner Schluck ist noch drin. Ich will aber gerne nur einen mitnehmen. Ein Katapult ist im Ausbau. Ich würde es ja echt mal gerne riskieren. Das machen wir auch mal. Komm, ein Fun-Angriff zum Ende. Ein Spaßangriff zum Ende. Wir müssen eigentlich nur mal eben... Hier, warte, wir machen das mal wie folgt. Wir nehmen dich mit. Was wir jetzt tun werden... Wir gehen von hier rein. Oh, Königin ist kurz vor knapp. Ich muss die erste Mauer kaputt machen. Die erste Mauer muss weg. So, das haben wir jetzt geschafft. Der Turm wird jetzt auch folgen. Oh, wir kriegen die zweite auch noch. Das ist noch besser. Die dritte vielleicht sogar auch noch. Ja. Oh, der wird sich jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen Loot holen. Oder? Der holt sich jetzt zumindest, der holt sich den Inferno-Turm. Oh. Wir kriegen sehr kostengünstig Loot. Schönes Ding. Ist leer. Ist nichts drin. Aber so, jetzt müssen wir mal gucken. Wie sieht er das in der Mitte an? Warte, König muss man eben noch ganz schnell die Skelettfalle wegmachen. Das könnte gut werden, Leute. Das könnte richtig gut werden. Jetzt passt mal auf. Wir müssen erst das wegmachen. Nützt alles nichts. Der König ist immer noch da. Wie gut. Warte. Ja, das muss weg. Die sollen nicht in die Ecke gleich laufen. Die sollen schön in die Mitte laufen. Ah, da müssen die auch noch hin. Ja, wir haben noch 67 übrig. Kein Grund zur Panik. Alles noch gut. Ja, ist auch noch weg. Schönes Ding. So. Und jetzt, Leute, machen wir das so. Zack. Jetzt haben wir nämlich... Nicht sterben. Oh, sie leben noch. Oh, das war richtig gut. Es war einfach nur eine Eskalation sondergleichens. Die leben davon auf der Seite immer noch. Die haben sich sogar das noch geschnappt. Und den Bonus. 39%. So, ist eh vorbei jetzt. Ja, den haben wir mal ordentlich zerstört. Nur mit Schleichern. Und halt mit den Helden und mit dem Mauervernichter. Und sag ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Abonniert den Kanal, Glocke aktivieren, wenn ihr mehr solcher Folgen sehen wollt. Hopfenmalz, Chill und Farmen und ein bisschen Kaffee dabei. Moment. Mit dem hier. So, mit dem Mini-Kaffee dabei. Dann lasst gerne ein Like da und dann sehen wir uns in einer neuen Folge wieder. Dorfbesuch kommen auch nochmal wieder. Also dafür könnt ihr euch auch noch bewerben. Macht's gut, bis demnächst. Tschüss. Danke für den guten Zauberpapsi.